So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben, sonst haben wir die Samyang Korean Fire Noodles getestet, Samyang Buldak Ramen. Dann habe ich was gesehen von Paldo, da gab es diese Volcano Chicken Noodles. Und ich dachte, wow, das sieht ja aus wie Samyang, weil da ist auch ein Hühnchen drauf und da sollen scharfe Nudeln sein. Die möchte ich auch unbedingt mal testen. Haben mich leider gar nicht überzeugt. Statt ein 5er-Pack waren das nur 4er-Pack. Statt 8,50 haben die durchschnittlich 10,50 gekostet. Damals, mittlerweile ist ja eh alles teurer. Und dann haben die einfach nur so total nach alten, muffigen Heu geschmeckt. Und die Nudeln waren, keine Ahnung. Hat mich nicht überzeugt, Paldo war nichts für mich, aber ich habe schon gesagt, neben den Volcano Noodles habe ich noch ein anderes Päckchen von Paldo und das sind diese schwarzen hier. Wer jetzt denkt, dann sind die Volcano Noodles wohl die roten Too Spicy, nur bei Paldo und die schwarzen sind die original scharfen. Der liegt aber auch falsch, denke ich mal, denn hier steht einfach Stir-Fried Kimchi-Ramen und Kimchi ist ja dieser fermentierte China-Kohl, weil fermentiert ist das neue In-Wort des Jahres, weil alles immer fermentiert ist. Ihr habt auf jeden Fall wieder den Namen Paldo drauf. Ihr habt hier einen Typ, das ist der Mr. Kimchi. Das sieht aus wie ein Superheld aus euren jüngsten Tagen. Korean Original Noodle Series. Und da sind jetzt Stir-Fried Kimchi-Ramen drin, natürlich wieder 4 Päckchen. Von Samyang gab es ja auch den Kimchi-Type. Ja, wir haben auch Kimchi aus der Dose schon mal so mit Samyang probiert. Jetzt möchte ich mal diese Kimchi-Ramen von Paldo probieren. Wie die schmecken, wie die aussehen, ob das genau so ein Schuss in den Ofen ist, weil das hier gleich Nudeln sind von Paldo oder ob die ganz anders sind. Wir gehen rein, machen die Nudeln warm. So, wir nehmen jetzt mal ein Päckchen von den Paldo-Nudeln raus. Was ich cool finde, ist, dass es hier an der Seite durchsichtig ist. Und dass man da direkt reingucken kann. Dann habt ihr ein Päckchen Paldo Kimchi bis Dezember 22 haltbar. Jetzt ist gerade der Juli. Das heißt, sie sind natürlich auch schon wieder über die Zeit. Aber das macht nichts. Samyang schmecken, wenn sie über die Zeit sind. Das müsste eigentlich auch so sein, aber ja. Nudelnetz, wie beim letzten Mal von Paldo, passt wieder direkt in den Topf. Die Samyang passen nie so rein, weil das Netz größer ist. Das Paldo-Netz passt direkt rein, weil es kleiner ist. Nur 4 Packungen, dann auch noch kleiner. Das ist Paldo, schmeckt nach Stroh, riecht nach Heu. Ist halt total eigen. Aber wieder ein Tütchen hier mit Flakes, beziehungsweise müsste da der China-Kohl drin sein. Und trotzdem auch diese Soße dazu, also ist es ja trotzdem genau wie die Kimchi von Samyang, dass das eben halt zusätzlich China-Kohl drauf hat. So, die Nudeln sind jetzt ein bisschen weich, aber immer noch fest, so für mich genau richtig, sodass ich es jetzt abgießen kann, hier rein. Am liebsten habe ich es ja eh, wenn die noch so ein ganzes Netz sind und nicht einzeln rumfliegen. Also lassen wir mal ein bisschen abtropfen, wir wollen ja keine Nudelsuppe und ich merke jetzt schon, die haben so einen ultra muffigen Geruch. Und extra für euch packen wir das jetzt hier auf den Teller und machen draußen dann noch die Sachen drüber, die Soße und die Flakes, also den Kohl, den China-Kohl. So, und jetzt haben wir hier den Haufen Nudeln, der richtig abartig riecht. Machen das mal so ein Stück runter, dass ihr seht, dass wir hier ja Soße haben, die wir drauf machen können. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist eigentlich wirklich nur so Kimchi-Rahmen, also dass ihr da, ja, aber was soll es denn auch sein, dass ihr eine Kohlsoße habt. Eigentlich muss da ja trotzdem, was ist das denn, ein dicker Wurm, da muss ja trotzdem eine Soße hin und der Kimchi eben extra wie Flakes. Ich habe aber noch eine andere Packung, das sind direkt nur Kimchi-Rahmen. Nicht von Paldo, nicht von Samyang, da bin ich mal gespannt. Wir testen uns jetzt immer mehr in die Kimchi-Richtung vor. Nach dem Samyang Buldak Kimchi und den Paldo-Nudeln, die bei Kimchi enden, gibt es direkt nur Kimchi-Nudeln. Ich glaube, die sind dann von Nissin. Das ist auf jeden Fall schön fett. Das gefällt mir eigentlich von der Konsistenz. Das sieht aus wie Pflaumenmus. So möchte ich das nämlich haben.
habe jetzt mal probiert kurz, schmeckt total komisch. Machen das jetzt rum. Das verteilt sich nicht. Bin ich eigentlich gewohnt, dass ich das schön verteile. Der Wind geht schon wieder, dieser dreckige Balkon. Wer hat den Wind angemacht? Super genial bei Wind und Wetter. Also soll es wenigstens schneien und windstill sein. Das wäre das perfekte Wetter. Darauf warte ich immer noch, irgendwann im Winter hier zu sitzen, meine Samyang-Nudeln auf dem Balkon zu essen, während es schneit. So, jetzt ist der ganze Matsch immer noch hier so drauf. Hört dir doch mal die Gabel an. Das ist richtig abartig. Und da müsste jetzt einfach nur Kohl drin sein. China-Kohl. Wenn wir den hier so drauf schmeißen. Sieht der gut aus, oder? Richtig fetter China-Kohl. China, ihr müsst das immer mit K aussprechen, das ist wichtig. Der Rest kommt hier in die Tüte rein. Das stell mal wieder hoch, dass es irgendwie ein bisschen gerade ausschaut. Denn wir wollen ja jetzt fürs Tasting dann zeigen, wie das ausschaut. Nehm extra die kleine Tüte dazu. Moment, fürs Thumbnail hier diese Paldo Kimchi. Also die Nudeln machen keinen guten Eindruck, die Soße macht keinen guten Eindruck, die Flakes sehen gerade aus wie kleine Holzsplitter. Bin ich mal gespannt, was die können. Wir werden es jetzt einfach ganz aufnaschen wieder. Schön, dass es ein richtig dicker Haufen ist. Eine leicht saure Note, sauer, bissig, ganz leicht scharf im Hintergrund, aber ist auch nichts, was ich jetzt jeden Tag essen wollen würde oder wonach ich süchtig werden würde. Es sind halt keine Samyang, es sind halt Paldo. Normal sage ich immer, probier das auch mal oder mach das zu Hause nach, aber hier rate ich davon ab. Esst keine Paldo-Nudeln, esst Samyang-Nudeln. Die Jenaya kann das ja gerne mal probieren. Für mich ist es nichts, deswegen werde ich mir die anderen dann wieder irgendwie mit Salat mischen. Mit Pop-Salat, Coleslaw oder so. Es hat halt so eine richtig komische, saure, stechende Note von diesem China-Kohl. Aber es fehlt irgendwie diese präsente Nudelnote, die es sonst von den Samyang hat, wo der Kohl nicht den ganzen Geschmack überwiegt. Wer auf Kimchi an sich wirklich steht, der isst sie sicherlich gerne. Also muss wahrscheinlich ein Faible für Kimchi haben, dann hast du hier ein Faible für diese Nudeln. Aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die nicht so scharf essen. Denn das ist nicht scharf, das ist wirklich aushaltbar. Auch für Anfänger. Gleichzeitig aber auch eben nicht so lecker. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bin echt sprachlos, weil ich echt immer noch nicht weiß, wer freiwillig diese Nudeln kauft. Gerade auch bei dem Preis, der immer teurer ist.
als Samyang. Bestimmt also auch gestiegen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.